Hallo und herzlich willkommen zum Steiermark 1 Sportstudio. Heute direkt aus der Eishalle Liebenau beim Junior Grand Prix Austria, einem Nachwuchs-Eiskunstlauf-Wettbewerb. Ja, und neben mir jetzt die österreichische Eiskunstlauf-Ikone Trixi Schuber, Olympiasiegerin von 1972. Frau Schuber, was ist das eigentlich für ein besonderes Turnier heute in Graz? Der Junior Grand Prix ist ein Sprungbrett für Läuferinnen und Läufer, um Europa-, Weltmeister oder auch Olympiasieger werden zu können. Es finden insgesamt jedes Jahr 7 Junior Grand Prix statt. Und dann gibt es noch das große Finale. Da müssen also gewisse Punkteanzahlen erreicht werden und die Besten kommen dann also zum Finale. Es ist für uns in Graz also eine ganz große Ehre, dass wir das wirklich von dem Internationalen Eislaufverband zugesprochen bekommen haben. Wie Sie ja wissen, haben wir vergangenes Jahr im November den Eis-Challenge gehabt und da waren sehr viele internationale Funktionäre vom Verband hier und haben gesehen, dass wir gute Arbeit geleistet haben mit der Organisation und dann halt ein bisschen mit Gesprächen ist es gelungen, dass wir den nach Graz bekommen. Apropos gute Arbeit, denken wir mal an den heimischen Nachwuchs. Ist Eiskunstlauf bei den Jungen noch trendig? Ist das hip? Naja, noch nicht so, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir haben doch Talente. Wir haben also bei uns in der Steiermark haben wir das Dina Martini. Das Paar kann leider nicht antreten mit Severin Kiewer, weil er jetzt durch das Bundesheer ein bisschen im Rückstand war mit dem Training. Aber in Gesamtösterreich, muss ich sagen, haben wir schon Talente, auch bei den Junioren. Und dann darf man nicht vergessen, wir haben also den Vorarlberger, den Viktor Pfeiffer, der momentan in Amerika studiert und trainiert und auf den eigentlich Österreich aufbauen kann und hoffen kann. Und wenn wir da mal so ein bisschen ein Zugpferd haben, das ist so wie bei den Schwimmern gewesen. Wenn man da irgendwo einen Läufer oder Schwimmer hat, einen Aktiven, der ein bisschen was darstellt und auch international eine Leistung erbringt, dann kann das natürlich auch die Jugend motivieren. Es gibt ja die Idee, eine neue Eishalle in Graz zu bauen. Trixi Schuber, wie wichtig wäre das vielleicht für den steirischen Nachwuchs? Also ich glaube, das wäre besonders wichtig. Wir wissen ja, dass die Liebenauer Eishalle schon ein bisschen älter ist und ich denke, die Kosten für eine Renovierung wären zu teuer. Und darum ist es also auch schon angedacht worden, dass man eine neue Eishalle bauen will. Und das wäre natürlich ideal, weil wenn das so 2015 käme, wäre das so ein Entree auch als Eröffnung, dass wir vielleicht eine Europameisterschaft im Eiskunstlauf hierher nach Graz bringen könnten und das wäre natürlich für uns ganz schön. Liebe Trixi Schuber, alles, alles Gute, viel Erfolg in die Zukunft. Ja, und wir kommen jetzt von einer Sportikone zur nächsten. Ich habe in Kärnten in Feldkirchen mit unserem ehemaligen Radprofi Harry Meyer ein sehr, sehr spannendes Interview gemacht. Der Judendorfer Harry Meyer gehörte in den 80er Jahren zu den besten Radprofis der Welt. Nach den sportlichen Erfolgen hat sich der Querdenker nun dem Vermitteln seines Wissens, seiner Erfahrung und, wie er es nennt, seiner Mission verschrieben. Was sind so rückblickend trotzdem deine schönsten, deine größten Erfolge? Na, sicher der wichtigste Erfolg war sicher der 5. Platz bei der Profi-Weltmeisterschaft, weil der von, sagen wir, von der österreichischen Sicht her seit 25 Jahren nicht eingestellt werden konnte. Mich persönlich hat am meisten gefreut der Sieg im Giro de Trentino und der Sieg im Grand Prix Prato im Massensprint vor Moreno Argentin, den damaligen Weltmeister und dem besten Sprinter von Italien. Jetzt warst du als damaliger Profisportler schon immer einer, der andere Wege gegangen ist. Ist das jetzt, was du jetzt machst, sowas wie die zweite Karriere des Harry Meyers? Naja, andere Wege zu gehen ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, weil ich schwimme nicht gerne mit der Masse, weil die oft nicht in die richtige Richtung schwingt. Also es gehört ein bisschen Mut dazu, anders zu sein, aber ich habe in meinem Leben die Belohnung dafür bekommen, in allen Bereichen. Und ich lebe das jetzt auch und ich habe durch die vielen, vielen Feedbacks von Tausenden von Menschen, die sich bei mir bedankt haben, weil sich ihre Lebensqualität wesentlich verbessert hat, einfach die Kraft gekriegt, die ich jetzt habe, um das zu leisten, was ich leiste. Du hast als Profisportler damals schon Nahrungsergänzungsmittel genommen. Was war das damals? Naja, ich habe sehr, sehr viele Nahrungsergänzungen genommen. Ich habe bis zu 20 verschiedene Produkte pro Tag genommen, in der Hoffnung, alles abzudecken. Aber es ist oft sehr schwierig gewesen, weil ich damals noch nicht einmal genau wusste, was wirklich notwendig ist für den Körper. Und ich habe einfach über die Jahre permanent die Qualität der Nährstoffe erhöht und kann mit diesem Wissen dann vielen Menschen helfen. Kann man das trotzdem, deine Message, in ein, zwei ganz kurzen Sätzen irgendwie umschreiben, plakativ?
Na, meine Message ist einfach, dass jeder beginnen sollte, einmal über seinen Körper nachzudenken, ein Wertgefühl für seinen eigenen Körper bekommt und sich dann permanent in der Wissensleiter langsam hinaufarbeitet. Manche Menschen brauchen viel Wissen, um was zu verstehen und zu vertrauen. Für manche Menschen genügt das Vertrauen in die richtige Person und sie haben das gleiche Ergebnis. Aber beide Wege sind richtig. Für mich persönlich ist das Wissen schon notwendig, dass ich langfristig einer Sache treu bleibe, brauche ich Wissen, was Sinn ergibt und verstehbar ist. Dann alles Gute für deinen persönlichen Weg, Harry. Vielen, vielen Dank. Von einem, der es geschafft hat, zu einer, die es noch schaffen will und schaffen wird. Unsere steirische Nachwuchshoffnung Stina Martini jetzt bei mir. Stina, auch du startest beim Junior Grand Prix in welchem Bewerb? Am Freitag und Samstag bei den Junioren-Damen im Einzel. Wobei eigentlich deine Passion ja das Paarlaufen ist, aber das ist sich jetzt nicht ausgegangen, du startest jetzt im Einzel. Genau. Nachdem mein Partner jetzt im Heer war, haben wir leider nicht die Vorbereitungszeit gehabt, die wir sollten und ja. Apropos sollten, was nimmt sich so eine junge, hoffnungsfrohe, möchte ich meinen, neue Eisprinzessin vor? Was sind so deine Ziele in der Zukunft? Unsere Ziele, also zusammen sind jetzt kurzfristige Ziele, auf jeden Fall Junioren-Weltmeisterschaft, Teilnahme, vielleicht Europameisterschaft und auf Zeit dann Sochi, also Olympia. Trixi Schober hatten wir schon im Interview, das heißt, sowas wie der Traum von einem Olympiasieg, hat man den eigentlich? Ja, den hat auf jeden Fall jeder Sportler und da ist dann schon die Teilnahme, glaube ich, das Ziel, was man dann erreicht hat. Dabei sein ist alles. Wir wünschen dir für den Wettbewerb alles, alles Gute und ich freue mich schon, dich wieder bei uns einmal begrüßen zu dürfen, wenn wir die nächsten großen Erfolge feiern dürfen. So, das war es jetzt schon fast vom Steiermark 1 Sportstudio. Eine Einladung gibt es von mir jetzt noch, passt vielleicht gerade jetzt zum Schulanfang und zwar der Judo-Club, die Judo-Union Graz lädt ein zum Anfängerkurs in Judo und in Selbstverteidigung. Da werden wir auch mit dabei sein und einen schönen Beitrag drüber machen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.